Die englische Presse bezeichnet den 3:0 Erfolg gegen Ägypten und den verbundenen zweiten Tabellenplatz in der Gruppe F als Befreiungsschlag. Mal schauen, ob die Mannschaft auch das auf den Platz transferieren wird und so wie 1986 das Viertelfinale der Weltmeisterschaft erreichen. Mein Name ist Mr. Wahlzahn. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Italia Novanta, die Rekonstruktion der 14. FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Pro Evolution Soccer 6. Wir sehen gerade Szenen aus dem gestrigen Tage. Schottland und Irland haben das Viertelfinale erreicht. Die Engländer wollen diesen beiden Nationen es gleich tun. Es geht gegen die Sowjetunion, gegen den Vize-Europameister in Genua. Ob es der Befreiungsschlag war oder nicht, das muss sich in diesem Spiel zeigen für England in diesem Achtelfinale. Es geht gegen den Vize-Europameister. Es geht gegen die Sowjetunion in Genua im Stadio Luigi Ferraris. Was ich nicht unbedingt verstehen kann, ist, dass Peter Shilton wieder am Tor steht, weil David Seaman ja an sich einen Job gemacht hat gegen Ägypten beim 3:0, aber Bobby Robson wird sein Stick dafür haben. Die Sowjetunion gehen mit großen Ambitionen in dieses Spiel. Man hat Argentinien den Weltmeister geschlagen und aus dem Turnier gekegelt. Warum soll das auch nicht mit dem Weltmeister von 1966 klappen? Vor allen Dingen, da England bisher auch noch nicht in Höchstform aufgelaufen ist. Los geht's! Es geht um einen Platz im Viertelfinale bei dieser Weltmeisterschaft. England in den weißen Trikots von links nach rechts, die Sowjetunion, die UdSSR in Rot von rechts nach links. David Platt mit dem Ball rechts runter zu Chris Waddle. Das ist Paul Parker am Ball führend. Gascoigne, Chris Waddle. Ja, das ist gar nicht mal so verkehrt. Hätte es der Mann von Olympique Marseille es auch direkt probieren können. Und dann ist es Stuart Pearce aus guten 30 Metern. Die Sowjetunion mit einer bitteren Niederlage gestartet gegen Rumänien, haben sich dann mit dem 1:0 gegen Argentinien gefangen. Das Spiel gegen Kamerun, das war dann doch eher mehr harte Arbeit als alles andere. So harte Arbeit, dass gleich 4 Spieler vorbelastet sind. Khedatulin, Bessonov, Demjanenko und Litovchenko würden bei einer weiteren Verwarnung für ein potenzielles Viertelfinale fehlen. Auf der Seite der Engländer sind es Gascoigne, Pearce und Barnes. Jelenko, Borodio, der Schalke heute den Vorzug erhalten. Dobrowolski. Und dann ist Peter Shilton da. Der Mann, der zu dem Zeitpunkt bei Derby County unter Vertrag steht, hat Ende der 70er Jahre mit Nottingham Forest einmal Europa komplett aufgemischt. Zweimal den Landesmeisterpokal hintereinander gewonnen. Englischer Meister mit Forest geworden. Ist so wirklich mit die erfolgreichste Zeit für den mittlerweile zu dem Zeitpunkt 40-jährigen Torwart. Gary Lineker. Bisher noch kein großer Faktor gewesen für England bei diesem Turnier. Also der Doppelpack gegen Ägypten ist ihm bisher noch nicht wirklich was gelungen, dem Torschützenkönig von 1986, Zadarov. Und dann ist der Ball im Tor. Da hat man ihn sträflich alleine gelassen. Alexander Zadarov
der Mann von Juventus. Und dann steht es 1:0 für die UdSSR. Schilden machtlos. Der war flach, der war präzise. Genau da wollte Zabarov den haben. Dann ist es nach 25 Minuten, nach guten 25 Minuten, die Führung für den Vize-Europameister. England darauf bedacht, direkt die Antwort zu finden. Aljenikov. Borodjo können die Sowjets nachsetzen. Der Ball bleibt beim Vize-Europameister Protasov an die Latte. Platt kommt er da noch ran. Nee, er kommt nicht mehr ran. Es geht Einwurf für die UdSSR. Wolski. Es gibt einen Wurf für England. Das ist kein Freistoß, den Dobrowolski mit Sicherheit gerne gehabt hätte. Aljenikov lässt Barnes stehen. Litovchenko. Noch am Ball. Und dann kommt Dynamo Kiew. Den segelt er an die Fassade des Stadions. Das Stadio Luigi Ferrari ist sowieso meiner Meinung nach ein sehr schönes Rund. Ein wundervolles Stadion hier. Heimat von zwei Mannschaften, von Genoa 1893 und von Sampdoria. Lenikov, wie ist jetzt gegen Gascoigne, Litovchenko, Zabarov wieder, ist er da ohne Bewacher, Achtung, wichtig. Geklärt auf der Linie. Bitterböse wichtig. War es für Pierce. Gute Drehung. Jetzt ist er an der Strafraumkante. Kriegt aber die Flanke nicht in den 16er. Gascoigne. Es gibt nochmal Freistoß für England. Hier kurz vor der Halbzeit. Gascoigne. Lineker und Rinat Dazaev. Der Kapitän der UDS ist der, die hier mit 1:0 in Führung gehend in die Halbzeit gehen. Das Tor von Alexander Zabarov, dem Mann von Juventus Turin. Die Three Lions haben ja verheißungsvoll begonnen. Stuart Pearce, dieser Distanzschuss aus 30 Metern und dann fing es an, gen Süden zu gehen. Ballverlust, dann ist Igor Dobrowolski, der kein Kapital aus seiner Situation schlagen konnte aus diesem Geschenk. Und dann ist es Alexander Zabarov. Knochentrocken mit dem Vollspann an den Pfosten gesetzt und vom Pfosten landet der Ball im Tor. Dann ist es Oleg Protasov mit einem Lupfer an den Querbalken. Seit der Führung ist die UdSSR im Vorwärtsgang. Hier ebenfalls nochmal eine richtig gefährliche Möglichkeit, die dann geklärt worden ist, noch in letzter Minute. Also eine ereignisreiche erste Halbzeit hier in Genua, die doch mit einer verdienten Führung seitens der UdSSR zu Ende geht. Gehen wir rein in die zweiten 45 Minuten. Beide Mannschaften kommen unverändert
aus den Katakomben die Sowjetunion mit der Führung im Rücken auf Kurs Richtung Runde der letzten Acht. Die Sowjetunion erreichte zuletzt 1970 das Viertelfinale, damals in Mexiko. Dann denkbar bitter in der Verlängerung an Uruguay gescheitert. Chalimov für Borodjo. Im Spiel Valery Lobanovsky sorgt für Frische in der Offensive. Aber es ist gerade England, die den Vorwärtsgang eingelegt haben. Lineker und Rinat Dazayev mit beiden Fäusten voran den Ball geklärt. Der Ball weg. Peter Tulin. Der Balleroberung und jetzt wieder der Vize-Europameister im Ballbesitz und im Vorwärtsgang über links. Den Janenko. Da ist der eingewechselte Igor Chalimov, der es mal mit einem Ball in Richtung 16-Meter-Raum versucht. Aber das ist keine Stresssituation für Peter Schürden im Kasten Englands. Lineker. Zusammenspiel mit Barnes. Dann soll Waddle noch mit eingebunden werden. Und der Kopfball, der ist leicht runter zu pflücken. Für den Torwart des FC Sevilla. Für den sowjetischen Kapitän, für Rinat Dazayev. Waddle. Jetzt mal mit Platz auf der Außenbahn. Keine Strafraumbesetzung. Eine ordentliche Chance. Verpufft. An einer mangelnden Strafraumbesetzung. Dann ist Protasov im Abseits. Man kriegt den Ball zurück. Liuti jetzt drin. Ein weiterer Schalker. Borodjo raus. Und Wladimir Juti rein. Königsblau gut repräsentiert bei dieser Weltmeisterschaft. Zavarov. Igor Chalimov. Da ist Juti, der right anschießt. Wohl auch er gewesen, der diese Rettungstat in höchster Not ausgeführt hat. Mark Wright, Paul Gascoigne mittlerweile vom Feld. Es sind Steve Ball und Trevor Steven drauf. Steve Ball, der gegen Ägypten eine Chance bekam, diese auch mit einem Tor belohnt wurde. Kommen die Three Lions nochmal. David Platt. Gute Ballmitnahme von John Barnes. Wo ist die Strafraumbesetzung? Stuart Pearce bringt die Flanke rein. Und da ist Stephen Ball gewesen. Steve Ball, Entschuldigung. Und jetzt kommt Peter Beardsley nochmal für die letzten Minuten. Für Stuart Pearce. Ja.
Kopf gegen drei Mann und kriegt den Freistoß. Der schnell verpufft. Ich denke mal, das hätten die Engländer gerne weiterspielen lassen. Und nicht unbedingt diesen Freistoß geschenkt bekommen vom Unparteiischen. Geschenkt hört sich so negativ an. Eine Minute gibt's oben drauf. Schneller Ballgewinn über Steve Bow. Wer ist noch mit vorne? Und dann ist das eine Flanke, die man in der Phase des Spiels nicht unbedingt schlagen sollte. Meiner Meinung nach. Steven! Ja. Richtig, dass der Ball nach vorne muss. Und jetzt ist aus! England scheitert im Achtelfinale bei dieser Weltmeisterschaft. Man hat diese Euphorie, diesen Schwung gegen Ägypten nicht mitnehmen können. Und die Sowjetunion steht zum ersten Mal seit 1970 wieder im Viertelfinale bei einer Weltmeisterschaft. Am Ende waren die Chancen Englands dann auch nicht konsequent genug. Und da muss man beim Gegentreffer auf Stuart Pearce schauen, der da sehr weit hoch steht. Auf seiner Seite. Savarov damit völlig alleine lässt. Peter Shilton bei dem Schuss ohne jegliche Chance. Da haben wir nochmal die Chance von Oleg Protasov, der an den Querbalken ging. Hier haben wir, glaube ich, die Situation. Na, die sehen wir jetzt doch. Das ist die, wo nicht Stuart Pearce, sondern Mark Wright. Genau, hier sehen wir es nochmal. Der Mann mit der 14 den Ball in allerhöchster Not klärt. So war England eigentlich ja immer noch mit im Spiel. Aber in der zweiten Hälfte hat man da nicht wirklich dranbleiben können und weiter Chancen kreieren können. Im Endeffekt womöglich an sich selber und an den vielleicht auch zu hohen Erwartungen gescheitert. Man weiß es nicht. Was wir wissen ist, dass England die Koffer packt und die Heimreise antritt. Wir machen eine kurze Pause, dann kommen wir zum Highlight dieses Achtelfinales bei dieser Weltmeisterschaft aus dem Stadio Olimpico. Der Klassiker zwischen dem Gastgeber Italien und dem dreimaligen Weltmeister Brasilien. Con l'Italia. Maximal enttäuschend. Maximal enttäuschend kann man den Auftritt Englands bezeichnen gegen die Sowjetunion und auch die komplette Weltmeisterschaft. As a whole, sie fahren nach Hause. Die Sowjetunion steht im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 1990. Nun wird ihr Gegner gesucht und es ist bis dato das geilste Spiel eigentlich bei dieser Weltmeisterschaft, diese Konstellation. Wir sind für diesen Kracher, für diesen Klassiker im Olympiastadion von Rom. Italien gegen Brasilien. Viele Geschichten hat diese Paarung schon bei Weltmeisterschaften geschrieben. Nun kommt in unserer Rekonstruktion eine weitere hinzu. Brasilien bisher, genauso wie die Engländer eigentlich, relativ enttäuschendes Turnier mit drei Unentschieden und dem einen Tor mehr.
gegenüber Kamerun sich für das Achtelfinale qualifiziert. Die quote-unquote Belohnung gibt es gegen Italien, gegen den Gastgeber, die zwar auch bisher noch nicht wirklich brilliert hatten, aber zumindest ihre Pflichtaufgaben als Gastgeber und als Gruppensieger der Staffel A erfüllen konnten. Auch wenn Brasilien bisher durchaus unter den Erwartungen blieb, heißt es doch noch lange nicht, dass man sie unterschätzen sollte, sagte Azelio Vicini. Wir sind bereit, alles auf den Platz zu lassen. Er bringt die beste Mannschaft, die er nur aufstellen kann, auf das Feld für den Gastgeber und einen der Titelfavoriten. Sind wir ehrlich, zwei Titelfavoriten treffen hier aufeinander. Die Brasilianer mit Glück, kann man schon durchaus sagen, mit dem Glück des Tüchtigen als einer der besten Gruppendritten das Achtelfinale erreicht. Kamerun hätte eines der torlosen Unentschieden nicht gebraucht, um die Brasilianer ins Vorrunden aus zu stürzen. Der Narrativ soll jedoch ein anderer sein. Italien gegen Brasilien. Es ist ein Klassiker bei Fußball-Weltmeisterschaften. 1970 das Endspiel in Mexiko. 1982 die Zwischenrunde in Barcelona. Dann hatten wir ja noch das Halbfinale 1938, was durchaus kontrovers diskutiert wurde auf brasilianischer Seite wegen dem besten Spieler Leonidas, der nicht gespielt hatte. 1970 das 4:1 von Brasilien, das brauchen wir nicht weiter erwähnen, gegen erschöpfte Italiener. 1982 die Zwischenrunde, Paolo Rossis Dreierpack gegen Brasilien, die nur ein Unentschieden gebraucht hätten, um die Zwischenrunde zu überstehen und ins Halbfinale einzuziehen. Letzten Endes dieser Sieg, der Italien durchaus auch den dritten Weltmeistertitel unter anderem brachte. Ohne weiteres das beste Spiel der WM 1982. Gegen eine qualitativ hochwertig talentierte brasilianische Mannschaft. Sócrates, Zico, Falcao. Sie sind alle nicht mehr da. Aber auch auf Seiten Italiens hat sich ein wenig was getan. Chirea ist nicht mehr da. Der ist auch leider ein Jahr zuvor verstorben. Gaetano Chirea. Paolo Rossi ist nicht mehr am Spielen. Claudio Gentile spielt nicht mehr in der Nationalmannschaft. Stattdessen hat Italien eine hoffnungsvolle junge Mannschaft hier bei der Heim-WM auf dem Platz. Und das Volk, die Fans, sie stehen hinter dieser Mannschaft. Die Italiener auch bisher nicht wirklich überzeugend, aber sie haben ihre Aufgaben erledigt. Sieger der Gruppe A. Und natürlich auch verdient hier im Achtelfinale stehend bei dieser Weltmeisterschaft, bei ihrer Heim-Weltmeisterschaft, die man durchaus auch gewinnen möchte. Wäre dann die erste Nation, die zwei Weltmeisterschaften ausgerichtet hat und auch beide gewinnen konnte. Italien war 1934, lang ist es her, Gastgeber der Weltmeisterschaft. Damals auch den Titel gewinnen können. Branco! Per Volley in die Zuschauer. Bisher noch nicht wirklich das hochklassige Spiel, was wir uns alle wohl gewünscht haben. Es ist eine zähe Partie. Es ist durch bisher noch exzellente Defensivarbeit geprägt.
Rosilas, einer der beiden Vorbelasteten auf Seiten Brasiliens. Der andere ist Mazinho. Sprich, bei einer weiteren gelben Karte würde man für ein potenzielles Viertelfinale fehlen. Auf Seiten Italiens ist Giancarlo Marocchi vorbelastet. Der sitzt auf der Bank. Der Mann von Juventus Turin. Paolo Maldini holt die Ecke raus für Italien. 35 Minuten Donadoni, die ist nicht schlecht. Scilacci gegen 2. Nächste Möglichkeit für Brasilien, für Italien gefährlich zu werden. Durch einen Einwurf. Nicola Berti sieht gelb. Ballverlust gegen Carlos Dunga, der Mann vom AC Florenz. Schnelle Balleroberung. Scilacci! Der erste gefährliche Schuss aufs Tor. Und wie gefährlich der mal war. Der war nur knapp am Tor vorbei von Claudio Taffarel. Richtig gute Möglichkeit für den Mann von Juventus, für den damaligen Torschützenkönig dieser Weltmeisterschaft. Für diese Cinderella-Story. Toto Scilacci, der aus dem Nichts kam, leider auch schnell wieder im Nichts versank nach dem Turnier. Eine Minute Nachspielzeit. Ja, hier ist nicht viel passiert bisher. Dieses Spiel wird weniger von der Qualität des Personells geprägt, sondern ich denke mal, es geht mehr über die Kopfschiene. Das wird ein Kampf bis auf die letzte Sekunde. Wir gehen auch hier mit einem 0:0 zur Pause. Das ist somit das Gefährlichste, was Brasilien auf das Tor gebracht hat. Aber die dickste Möglichkeit, die hatte Salvatore Scilacci, genannt Toto, auf dem Fuß. Der Ball ging nur knapp am Tor vorbei. Ansonsten nicht wirklich viel. Hier ist eine Chance, die ich aufs Tor zählen konnte. Aufs Tor zählt er lediglich nur, wenn der Torwart entscheidend eingreift. Gehen wir rein in die zweiten 45 Minuten. Viel habe ich zu diesem ersten Durchgang tatsächlich nicht zu sagen. Außer das, was ich kurz angebracht habe, dass es kein qualitativ hochwertiges Spiel sein wird wie 1982 in der Zwischenrunde. Es wird ein wirklicher Kampf um jeden einzelnen Meter. Und zu dem Standpunkt bisher noch kein Gastgeber in der ersten Runde ausgeschieden. Oder in der zweiten Runde sogar. Sprich, Achtelfinale. Das dürfte erst 4 Jahre später passieren mit den USA, wo sie damals im Achtelfinale gegen Brasilien gescheitert sind. Seitdem kam Südafrika 2010 in der Gruppenphase und Katar noch am neuesten zu. Franco Berti Super Joe bleibt am Ball. Nicola Berti. Erst wird die Flanke von Baggio nicht gefunden, sondern eher von Carlos Moser. Der Schuss des Mittelfeldspielers von Inter Mailand ging dann doch etwas weiter am Kasten vorbei. Starke Grätsche von Fernando de Napoli.
Maldini. Ganz junger Verteidiger vom AC Mailand. Der mit einer aller Seelenruhe den Laden dort auch für die Nationalmannschaft hinten dicht hält. Zusammen mit Franco Baresi und Bergomi. Die defensiv reinbildend. Maldini. Und mit einem offensiven Vorstoß gegen Paolo Silas. Er hat ihn fast eingeholt. Holt wieder die Ecke raus. Wie schon in der ersten Halbzeit. Ball kommt von Donadoni. Wieder wird Baggio gesucht. Berti kann den Ball allerdings im Nachgang nicht halten. Romario. Careca vorne, links ist Platz. Romao hat er den Kopf oben. Nein, er braucht zu lang. Ball kommt für meine Begriffe viel zu spät zu Branco. Aber der findet doch den Ball in den Strafraum und den Kopf von Romario. Ganz enge Kiste. Richtig gute Chance jetzt auch mal auf Seiten Brasiliens. Nicola Berti. Nur Baggio im Strafraum. Schillaci! War der Taffarel noch dran? Ich glaube nicht. Doch, er war doch noch dran. Geht Eckball für Italien. Das Beste aus der Situation, was die Italiener herausholen konnten. Jorginho für Tita. Jetzt in der Partie der Mann von Bayern 04 Leverkusen. Baggio, das ist zu überhastet. Das ist zu überhastet vom 23-jährigen Stürmer, von der 23-jährigen Stürmerhoffnung des AC Florenz. Nach der Weltmeisterschaft sollte er den Weg nach Turin aufschlagen. Dieser Transfer allerdings nicht ohne Kontroverse. Und das nehmen die Viola-Fans, einige Viola-Fans, auch noch heute übel. Der Wechsel nach Juventus. Generell die Fiorentina und Juventus, das ist immer so eine lustige Geschichte zwischen diesen beiden Mannschaften, zwischen diesen beiden Fanlagern unter anderem auch. Gerade das neueste Beispiel, Chiesa und Vlahovic, die ja beide aus Florenz kamen. Zehn Minuten noch etwa zu spielen hier im Römer Olympiastadion. Beide Mannschaften je mit einer dicken Gelegenheit. Schillaci in der ersten, Romario in der zweiten Halbzeit. Ansonsten kaum Offensivbemühungen vom dreimaligen Weltmeister. Jetzt gibt es Gelb gegen Roberto Baggio. Foul an Alemão. Ein Doppelwechsel auf Seiten Brasiliens. Bebeto Marzinho kommt. Und auf Seiten Italiens ist Andrea Carnevale drauf. Für Paolo Maldini Offensivfoul. Freistoß für den Gastgeber. Freistoß für Italien. Der allerdings postwendend wieder zurückkommt. Gut von Bergomi da den Schritt rausgesetzt. Gegen Romario. Bebeto holt den Freistoß raus. Branco ist womöglich nicht mehr auf dem Feld. Achtung, Zenga mit Problemen. Jorginho, das ist ein Foul. Das war außerhalb des Strafraums. Samir, dann... Ui, das war knapp außerhalb. Riesenglück, dass es hier keinen Elfmeter für Brasilien gibt. Luigi De Agostini ist mittlerweile auf dem Feld. Eingewechselt worden. Baresi, Baggio mit Hilfen, mit hinten aushelfen, unterläuft einen schweren Ballverlust, aber das bügeln seine Mannschaftskollegen vorerst aus.
Jorginho Baggio und das Spiel ist vorbei. Zumindest 90 Minuten davon. 0:0 zwischen Italien und Brasilien. Ist das vielleicht sogar ein Vorbote des Endspiels von 1994? Das ging ja ebenfalls nach 90 Minuten 0:0 aus, sogar nach 120 Minuten. Was Brasilien damals im Elfmeterschießen gewinnen konnte, dank eines Fehlschusses von Roberto Baggio ganz zum Schluss. Ich meine, Baresi hatte im Elfmeterschießen auch vergeben. Das war die dickste Möglichkeit für Brasilien. Romario setzt den Ball knapp am Pfosten vorbei. Und dann war es Schilacci zum Zweiten per Flugkopfball. Taffarel hat die Fäuste oben. Und dann hier eine kurze Unachtsamkeit von Walter Zenga, die zum Glück auf Seiten Italiens nicht weiter gefährlich wurde. Gehen wir rein in die nächsten 30 Minuten hier im Olympiastadion in Rom. Ich hab Bock drauf. Gar keine Frage. Ich hab Lust drauf, das Spiel hier in Gänze zu sehen. Die Wechsel wurden alle getätigt. Die Wechselkontingenten auf beiden Seiten getilgt. Es geht in die Verlängerung hier Italien. Tonangebend möchte durchaus die Entscheidung in der Verlängerung erzielen. Romario, der lange den Ball hält. Achtung! Dann ist es der Leverkusener, Jorginho, aus der Distanz, wie es Branco in der Anfangsphase versucht hat. Ein Foul gegen Ancelotti von Mazzinho. Der Agostini, gut gemacht, dann der Ball auf Baggio, Taffarel. Alles noch heiß. Nochmal über Luigi De Agostini. Ancelotti mit einem flachen Schuss außer Distanz, der einfach zu klären war. Berti. Bergomi mit dem Ballverlust, lässt sich von Romario ablaufen. Careca. Auf ihn wurde ganz kritisch gesprochen in den brasilianischen Medien. Aufgrund dessen, dass er nicht nur eine hundertprozentige Chance hat liegen lassen bisher in diesem Turnier. Careca doch auch mit sinnbildlich für die Enttäuschung, für die bisher enttäuschende Weltmeisterschaft Brasiliens. Romario, vielleicht derjenige, der eher quasi die Hoffnung gibt für Brasilien. Wir machen weiter direkt mit den zweiten 15 Minuten der Verlängerung. Und wieder gibt Italien den Ton an. War ein Brasilianer noch am Ball? Nein. Das gibt Abstoß vom Tor von Claudio Taffarel. Italien möchte das Ganze hier durchaus in der Verlängerung klar machen. Und nicht durch ein Elfmeterschießen gehen. Ancelotti. De Napoli im Zusammenspiel mit Carnevale, der mit dem Fehlpass. De Napoli bügelt diesen wieder aus. De Agostini gegen Dunga. Vorbei an Carlos Dunga. Der ist gut. Schilacci! Rete! Italia in vantaggio! Und es ist Toto Schilacci! Da ist es! Die Führung! Und das ist verdient!
hat Brasilien doch gänzlich eigentlich die Offensivbemühungen eingestellt. Ist es Gilacci mit dem 1:0 für Italien. Luigi De Agostini gegen Carlos Dunga, der sich da durchsetzt. Die Flanke wird lang und länger und aus dem Hinterhalt. Toto Gilacci, das ist seine letzte Aktion. Für die letzten Minuten kommt Gianluca Vialli in die Partie. Und jetzt heißt es, Ball halten. Keine großartigen Mätzchen mehr machen. Carnevale. Vialli, Dunga mit der Balleroberung. Viel Zeit hat Brasilien nicht mehr, um hier noch einen Angriff zu fahren. Baggio, Ball ist bei Italien, Ball ist bei Carnevale. De Agostini, der hat jetzt keinen Verteidigerdruck mehr. Taffarel, der hätte durchaus noch ein, zwei Meter gehen können, Luigi De Agostini. Aber das ist Makulatur. La partita è finita. Italien besiegt Brasilien mit 1:0 nach Verlängerung und steht im Viertelfinale dieser Weltmeisterschaft. Es ist letzten Endes das Spiel geworden, was wir als Narrativ gesehen haben. Hier hatten wir schon diese ähnliche Situation per Flugkopfball in der zweiten Halbzeit von Gilacci. Das Spiel hatte an sich alles drin. Komplett. Drama, C und eine enttäuschende Weltmeisterschaft Brasiliens geht zu Ende. Da entwischt dem Mann mit der Nummer 19, da entwischt Ricardo Rocca den Gilacci da am langen Pfosten. Und dann hat Luigi De Agostini sogar noch die Chance auf das 2:0. Aber der Abschluss war zu hastig. Der hätte durchaus nochmal ein, zwei Meter in den Strafraum gehen können und den Ball über Taffarel lupfen können. Aber im Endeffekt macht es keine Unterschiede. Italien, der Gastgeber, schaltet Brasilien, den dreimaligen Weltmeister, aus dem Wettbewerb aus. Das Viertelfinale in Rom gegen die Sowjetunion. Die Neuauflage des Halbfinales von 1988 der Europameisterschaft, was die Sowjetunion damals dominierend gewinnen konnte. Jetzt die Neuauflage in Rom. Wir machen Schluss für heute mit dem Sieg Italiens und geben eine kleine Pause, bis wir morgen weitermachen mit den letzten beiden Achtelfinalspielen. Die deutsche Mannschaft muss noch ran gegen Belgien in Verona und abends dann das Spiel zwischen dem Europameister Holland und Spanien aus dem Stadio Renato Dall'Ara in Bologna. Mein Name ist Mr. Marzal, ich sag tschüss, see you around like a donut, a domani, bis morgen zur letzten Achtelfinalentscheidungen bei dieser Weltmeisterschaft 1990 Rekonstruktion hier aus Italien. Bis dahin.